Wir haben heute ein Projekt, das wir starten und das über das Wochenende gehen wird. Ja, okay, wir haben unsere. Oh, es läuft aus unten, Babe! Es liegt halt wirklich nicht an uns, aber es ist anscheinend kaputt. Hä, hey, was kann doch nicht sein, dass wir so Pech haben, oder? Mann, ich bin so abgefuckt gerade. Das Zwischenergebnis ist das hier. Die Wand ist fertig. Ihr werdet sie jetzt das erste Mal sehen. Und jetzt schaltet auf jeden Fall beim nächsten Vlog ein, denn da wird sogar noch was viel Heftigeres passieren. Ihr könnt es euch nicht Ich vorstellen. kann es auch nicht vorstellen. Hey Leute, ich bin's Vicky. Schön, dass ihr wieder dabei seid und herzlich willkommen zu einem neuen VKN-Vlog. Aber heute ist gar nicht VKN. Heute ist Donnerstag tatsächlich, aber ich fange den Vlog jetzt schon an. Denn wir haben heute ein Projekt, das wir starten und das über das Wochenende gehen wird. Hi. Ach so, da ist Hans. genau, deswegen fange ich jetzt schon mal an. Falls ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es auf jeden Fall schon mitbekommen. Falls nicht, falls ihr meine Vlogs guckt auch. Wir haben ja was vor mit unserer Wohnzimmerwand. Und zwar wollen wir eine Tapete drauf machen. Dafür müssen wir aber unsere Tapete erstmal abmachen, die da drauf ist. Und das ist der Plan heute. Ich werde euch jetzt mal kurz zeigen, wie das jetzt gerade aussieht. Und zwar so. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Auf jeden Fall haben wir hier überall mit so einem Gerät Kratzer. Okay, Hans hat das gemacht. Ich muss ehrlich sein. So Kratzer reingemacht, damit dieses Tapetenablösemittelding besser funktioniert. Richtig. Habe ich was vergessen zu erwähnen? Nee, wir haben hier gut umgeräumt. Ja, ich weiß nicht. Wir mussten alle Sachen aus dem Weg räumen. Und jetzt nehmen wir uns einen Spritzer, machen da 5 Liter Wasser rein, mischen das mit so Tapetenlöser und machen jetzt die ganze Wand nass. Boah, ich glaube, das wird so anstrengend. Wir haben uns halt so, also wir haben es beide noch nie gemacht, irgendwas mit Tapezieren. Und ich habe mir fast stundenlang Videos auf YouTube angeguckt und fühle mich jetzt richtig wie so ein Tapezierprofi, ungelogen. Wir machen es halt selber, weil es sonst viel zu teuer wäre. 1600 Euro wollte jemand haben, nur für die Wand. Alter, leck mich am Arsch. Das ist echt viel zu viel. Machen wir es halt gratis. Danke an Leute, die so Tutorials auf YouTube posten. Das ist halt echt so. Also wir werden sehen, ob das klappt, was die da gepostet haben, aber wir denken schon. Deswegen bereiten wir jetzt erstmal alles vor und dann wird gesprüht. Oh mein Gott. Rührt das da drin? Das macht Druck. Ah. Ja, okay, wir haben unsere. Oh, es läuft aus unten, Babe. Oh nein! So Leute, wir haben uns jetzt entschieden, nach diesem riesigen Fail. Was war das gerade? Alter! Dass wir jetzt doch nochmal zum Baumarkt fahren und so ein Teil holen. Also das, was wir hatten, dieses Sprühding, war ja von Hans' Dad. Deswegen dachten wir, wir sparen Geld. Danke an der Stelle. Danke. Da war ein Riss drin. Ja, irgendwie keine Ahnung, wie das passiert ist. Auf jeden Fall kaufen wir jetzt doch ein neues, weil wir entschieden haben, wenn wir das jetzt per Hand auftragen würden, das fester Blitzer. Das würde halt einfach so unendlich lange dauern, deswegen können wir in der Zeit auch einfach ein neues kaufen. Ist halt echt mega nervig, aber was soll man machen? Also ihr müsst euch vorstellen, man trägt das schon dick auf, teilweise zweimal bei dieselben Stellen und so. Und das mit Pinsel, dann immer noch mit Leitzeit, die man dann noch gebraucht, oben dran zu kommen. Das brauchst du mit dem Sprühling ja nicht. Ja. Das ist schon sehr rollig. Wir sind auf jeden Fall sehr genervt gerade, aber wir versuchen uns die Laune nicht zu verderben lassen zu lassen. Tschüss. So Leute, kleiner Zwischenstand. Wir haben gerade dieses Ding aufgebaut, das neue. Und es liegt halt wirklich nicht an uns, aber es ist anscheinend kaputt. Weil, ihr könnt das hier vielleicht sehen, das lässt sich hier halt einfach nicht aufdrehen, also raufdrehen. Das ist so einen Millimeter falsch gedruckt oder wie auch immer. Ja, wir haben alle Teile, die halt dafür sind, aufgebraucht. Und es kann halt nicht sein, dass wir irgendwas falsch aufgebaut haben. Das ist so ein Scheißding, wirklich. Deswegen haben wir jetzt Panzertape drum gemacht und wir hoffen, dass es einfach funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Wenn nicht, dann. Ist egal, Hauptsache, da kommt jetzt vorne Wasser raus. Ja, ist so. Dann sind wir halt echt am Ass. Ist es sicher noch warm? Ja. Ich hab Angst. Ich probe einfach nicht zu viel. Okay. Das kommt unten raus, oder nicht? Ja, hier. Nee, das war schon vorher nass. Bei Panzertape. Bist du sicher? Nass. Ja. Kann man das nicht vielleicht ohne diesen Stiel machen, dass man es einfach, dass es von hier einfach schon rauskommt? Das geht doch, oder? Ja, bestimmt. Komm her? Ja, nee. Ja, wo kommt das denn raus? Nö. Ein bisschen was kommt da, aber okay. Wenig. Ja, sonst lass doch vielleicht echt unten das Teil probieren.
das jetzt immer auf. Mann, ich bin so abgefuckt gerade. Oh, funktioniert's? Es funktioniert! Oh mein Gott! Kommt was raus, ja. Aber es ist trotzdem irgendwie scheiße, oder? Ja, geil ist es nicht, aber es ist immer noch besser als von Hand. Hä, aber es kann doch nicht sein, dass wir so Pech haben, oder? Das ist irgendwie so eine Bazooka, Alter. Okay, Leute, wir sprühen das Ganze jetzt einfach mal ein. Dann müssen wir es eh einwirken lassen und dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Ich bin abgefuckt. Schön machen Sie das. Boah, ich habe mich richtig erschrocken. Also Leute, wir haben es jetzt so mehr oder weniger hinbekommen, dass das Ding zumindest ein bisschen spritzt, ohne den Aufsatz halt. Sind jetzt einmal über die komplette Wand gegangen. Haben noch ein bisschen Wasser in dem Tank, das klatschen wir gleich auch noch auf diese beschissene Dreckswand. Damit ist das Video nicht mehr werbefreundlich. Sind meine Videos eh nicht mehr. Und dann werden wir gleich die Wand abziehen. Wir haben ja irgendwie nichts selber verkackt. Nö, erst ist das alte Ding ausgelaufen, jetzt ist das neue Ding kaputt. Wir werden morgen auf jeden Fall zum Baumarkt fahren und die mal fragen. So. Weil vielleicht haben wir wirklich was falsch gemacht, aber kann nicht sein. Nein, man kann es einfach nicht draufschrauben, was soll man machen? So, egal, die Wand ist jetzt nass, wir machen sie jetzt noch nasser und dann lassen wir es einziehen und dann melden wir uns wieder. Peace out, yo. In den Nasenloch rein. So, Leute, 10.000 Stunden später. Das Zwischenergebnis ist das hier. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon deutlich mehr als die Hälfte. Ja, kann man gleich ganz gut erkennen. Es war wirklich eine Fummelarbeit. Also manche Stellen gingen echt gut ab, aber die meisten auch nicht so. Deswegen, oh Gott, ich kann nicht mehr, meine Hände tun so weh. Aber wir werden den Rest morgen machen. Und jetzt erstmal duschen gehen und dann ins Bettchen, denn morgen ist ein Arbeitstag. ja, mein Gott, ey. Gute Nacht. Zweiter Tag. So, Freunde, was geht? Ich übernehme jetzt hier kurz mal die Geschichte. Vicky ist nämlich auf der Arbeit und ja, wir haben den nächsten Tag übrigens, wir haben heute Freitag und ich habe weitergemacht. So sieht das Ganze jetzt aus. Also ich habe die ganze Wand abgemacht, habe unten die Leiste gemacht. Eigentlich ziemlich gut. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, wie wir jetzt weitermachen. Auf jeden Fall muss die Wand perfekt sauber sein. Ich weiß noch nicht genau, wie wir die richtig sauber machen, dass jeder kleine Fitzel weg ist, dass alles an Staub weg ist etc. Unten bei der Leiste, also ich habe so Acryl gekauft, womit man so die Kanten und Leisten langziehen kann, damit es einfach schöner aussieht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vor oder nach dem Tapezieren machen soll. Hier liegt echt ganz schön viel Scheiße rum. Es ist komplett eklig hier. Das sind schon die fünften Paar Socken. Ich habe so viele von diesen Handschuhen verbraucht. Das Ding ist immer noch scheiße. Aber ja, ich glaube, ich warte jetzt, bis Vicky wiederkommt. Dann machen wir die Wand zusammen sauber. Und dann gucken wir wegen den Leisten. Und dann kommt mein Vater morgen. Und dann wird tapeziert. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Hans hat euch ja schon ordentlich gezeigt, was er hier fabriziert hat. Genau, wir haben die Wand gerade abgeschmürgelt und machen jetzt so eine Grundierung drauf. Heißt es Grundierung, ja, ne? Mhm. Das ist einfach, damit alles so ein bisschen ebener ist. Dann lassen wir das Ganze trocknen, müssen noch irgendwas verfugen, ich habe keine Ahnung. Und morgen kommt dann die Tapete drauf. Dafür fliegen wir Hans Dad ein. Und ich habe gerade schon zu Hans gesagt, das hier... Oh Gott, ich weiß nicht, ob man das sieht. Doch, ich glaube schon. Diese Spuren, also die gibt es hier halt öfter mal, die sehen einfach komplett so aus, als ob da so jemand gegengekratzt hat, so ein Werwolf oder so. Finde ich witzig. Ja, wir grundieren jetzt und dann, ja. Ich weiß nicht, ob das Ding dafür geeignet ist. Ne? Doch, so okay, oder? Was ist da abgefallen? Der Spritzaufsatz. Oh nein, warte. So, es ist jetzt eine paar Stunden später und ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Wir haben auf jeden Fall die Wand jetzt Dings. Wir haben, wie heißt das? Die grundiert und genau. Ich kann euch das mal zeigen. Boah, das ist richtig kacke, weil der Boden halt irgendwie voll nass ist, dadurch, dass man halt hier rumsprühen musste. Und
jetzt immer, wenn wir hier raufgehen, sind die Socken halt immer nass. Das ist halt ein bisschen blöd. Wir haben hier mit Acryl gearbeitet. Das bedeutet einfach, dass man hier diese Kanten einfach schöner macht. Natürlich hat dieses Acryl-Ding genau für so ein Stück nicht mehr gereicht. Perfekt. Ja, wir überlegen, ob wir morgen Neues kaufen, aber es ist halt irgendwie unnötig für so ein kleines Ministück. Aber ja, auf jeden Fall. 1 Euro. 1 Euro haben oder nicht haben. Ich mache jetzt auf jeden Fall Essen. Heute gibt's bei uns Carbonara. Geil. Und dann gehen wir auch wahrscheinlich irgendwann demnächst schlafen. Wir sind beide K.O. Und morgen wird nochmal ein anstrengender Tag, denn morgen wird die Tapete aufgeklebt. Ach ja, genau, wir haben auf jeden Fall noch... Ja, ich wollte auf jeden Fall noch sagen, dass wir die Tapete in Stücke schon geschnitten haben, also in passende. Ich werde euch die Tapete jetzt aber nicht zeigen, denn das ist eine Überraschung, wie die aussieht. Seht ihr morgen. Das seht ihr, wenn sie aufgeklebt ist. Wir haben auf jeden Fall bemerkt, dass sie absolut geil aussieht. Ja, also wenn das so aussieht, wie wir uns das vorstellen, dann wird das echt sexy. Das wird so wunderschön. Oh Mann, ich freue mich so, ja. Okay, tschüss. Ja, wir melden uns morgen. Dritter Tag. Guten Morgen, Leute, bei Tag 3. Heute ist Samstag. Theoretisch sogar schon 4. Echt? Weil wir Mittwoch mitzählen. Und wir zählen Mittwoch mit. Stimmt. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, heute ist der Tag der Tage, wo diese Wand wieder schön nicht, nicht mehr nackig sein wird. Und wir sind heute sehr früh aufgewacht. Um 8 hat der Junge mich geweckt. Und diesmal hat er mich sogar geweckt, nicht ich ihn. Ja, auf jeden Fall warten wir jetzt auf Hans Vater und sein Bro, damit die uns hier helfen. Und ich bin richtig gespannt. Wir haben schon den Teppich weggeräumt, weil der zu versaut war. Und Leute, unsere Wohnung ist so unglaublich dreckig. Ihr wollt es gar nicht sehen. Leider ist das Acryl, das wir gestern festgemacht haben, noch nicht ganz trocken. Ja. Und ich habe gerade schon die erste Linie gezogen. Und da kann ich euch direkt mal was erklären als professioneller Tapezierer. Krass. Danke für die Erklärung. Sieht man was? Ich sehe nichts. So Leute, ein paar Stunden später, es ist vollbracht. Die Wand ist fertig. Ihr werdet sie jetzt das erste Mal sehen und ich hoffe, sie gefällt euch genauso wie uns. Oh mein Gott. Ja, wir haben euch ja schon mal erzählt, dass wir so eine Steinoptik wollten und das sieht echt mega gut aus. Ja, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein anderes Projekt gerade angehen, aber das erfahrt ihr, wenn es soweit ist. Schreibt mal auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. 6,5 Stunden später. So Leute, es ist jetzt auch schon... nicht spät. Nicht spät, aber schon immer noch dunkel. Nee, wir waren gerade essen. War sehr lecker. Ja, ich wollte den Vlog eigentlich beenden. Ich habe gar keine Ahnung, wie lang der ist. Ich weiß, ich habe heute nicht so viel gefilmt, aber... Also, die Wand ist ja fertig, ihr habt gerade gesehen. Sie sieht sehr, sehr geil aus. Wir wollen sie euch, wir können sie euch jetzt nicht nochmal zeigen, weil auf dem Boden etc. schon die Sachen für das nächste Projekt liegen, was ihr im nächsten Vlog sehen werdet. Ihr könnt natürlich gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. So, deswegen ist das Wohnzimmer so vollgestellt, wir können es euch jetzt nicht zeigen. Aber es hat sehr, sehr gut geklappt. Ich bin richtig stolz. Wir haben richtig, richtig schnell das hinbekommen, die Wand, also wir hatten natürlich eine sehr gute Vorarbeit und so, wir haben schon alle Bahnen geschnitten etc. Ich glaube, in 2 Stunden waren wir fertig mit dem eigentlichen Tapezieren. Das ist echt schnell gewesen. Für so eine Riesenwand. Ja, es sieht sehr, sehr gut aus, muss ich sagen. Mega. Ohne Eigenlob, aber die Wand sieht echt, echt gut aus. Also stellt euch mal vor, wir hätten dafür jetzt 1600 Euro ausgegeben. Sollen wir mal sagen, wie viel wir jetzt ungefähr bezahlt haben? Für die Tapete ungefähr 100. Für Werkzeug ungefähr nochmal 100. Also runden wir einfach auf 200. Dann 300 Euro. Ne? Und wir hätten bei dem Angebot davor 1600 Euro für alleine nur für den Mechaniker. Ja, da war noch nicht Tapete oder irgendwas dabei. Also wir haben echt sehr viel Geld gespart. Ja. Und es sieht wirklich, also das ist jetzt es sieht das, halt das erste Mal, dass wir tapeziert haben. Und es sieht richtig gut professionell aus. Ja. Also falls ihr uns buchen möchtet, in der Infobox. Ne, ich würde sagen, wir beenden den Vlog jetzt. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Vlog ein, denn da wird sogar noch was viel Heftigeres passieren. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wir sind echt schon die ganze Zeit so geflasht, weil es einfach so heftig ist. Deswegen, ich würde sagen, falls es euch gefallen hat, wisst ihr, was ihr zu tun habt. Folgt uns gerne. Was haben die denn zu tun, ne? Ja, hier, ich habe doch einen Daumen nach oben gezeigt. Okay. Folgt uns gerne auf Instagram. Ist wieder ein Loch in der Socke, Mann. Wie immer, ja. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Tschüss! Alter, hau ab.